Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Mittelerde Mordor Schatten Let's Plays. Ich bin Kladin, ihr schaut wieder Games for You. Und hier geht irgendwie Action ab. Voll neblig. Das ist ja geil. Okay, wieder ein Duell. Feldisch der Poet. Das ist ja mal geil. Der Sadist. Ist das nicht der, der uns getötet hatte? Dann weiß ich, wen ich helfe. Hast den dunklen Herrn verraten? Jetzt schreie! Nicht töten! Ich hab Talente! Nicht im Ernst, oder? Aber wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach rüber und töten die. Hilfe. Der Schnitzelbob kriegt einen auf die Fresse. Glaubst du dich eigentlich gar an Schmerz? Wirst du jetzt als erstes rausfinden, mein Junge? Okay, der ist down. Oh, da hat wohl der Poet gewonnen, ne? Gucken wir uns den Kampfbericht mal an. Genau, das ist der, der uns gekillt hatte. Na, kann er sich freuen. Aber er ist dadurch nicht aufgestiegen. Dein Tod ist der Preis für jeden deiner Sklaven. Okay, haben wir. Wunderbar. Das müsste unsere erste Schwertrune sein. Da ist ja der Poet. Ich bin Uruk Barde. Du bist kein würdiger Gegner. What the fuck bist du? Schade. Uruk Barde. So viel zu dem Thema. Okay. Müssen irgendwie wieder die vier zusammenbekommen. Ach, scheiß doch drauf, Mann. Ich flippe aus. Ich verlange weder Anerkennung noch eine Belohnung für deinen Tod. Wie geil die Orks aber teilweise aussehen, ne? Okay, er kämpft jetzt gegen den Poet und hat ihn getötet. Wahnsinn. Die werden auch immer stärker. Ich flippe aus, ey. Einige Hauptmänner sind in ständige Machtkämpfe verwickelt, um ihren Einfluss zu mehren oder ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Diese Aufträge bieten dir gute Gelegenheiten, um den Hauptmann, den du suchst, in einer eingreifbaren Position vorzufinden. Machen wir den Hauptauftrag als nächstes. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexe. Zerbrochene Erinnerungen. Die Rangleiter empor, die einem helfen soll. Visionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Sieh mal, die ganze Zeit für einen Scheiß labern müssen, ey. Hier kriegt man einen Schnitzel ab. Wunderbär. Das läuft. Warum hat er denn bei 16 jetzt jemanden umgehauen? Die
Okay, der ist down. Auch kaputt. Jetzt machen wir mal Folgendes. Und zwar, dass wir die Waffenrunen verbessern. Vom Schwert. Weil da kommen wir ja jetzt eine Rune. Chance von 18% bei einem tödlichen Treffer 5 Gesundheit zu regenerieren. Das ist gut. Wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen verbessern, ist das, denke ich, nicht mal verkehrt. So, das passt. Hier kriegst du auch ein bisschen was ab. Nächstes down. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass der tot ist. Hier oben scheint es einen Schützen zu geben. Jetzt nicht mehr. Nahe gelegene Itildin. Wo soll das sein? Und was ist das vor allen Dingen? Der Anführer ist selbst schuld an seinem Tod. Gucken, ob wir den anschießen müssen. Halte Kreis in der Nähe eines Feindes gedrückt, um ihn aufzehren ist für Elbengeschosse. Hier ist irgendwo einer, den können wir verhören. Gut, wie er da liegt. Bald bekommen wir den Befehl, zum anderen Vorposten zu marschieren. Ich hoffe, der Koch. Oh ne, wir können was gucken. Okay, verstehe. Wen kennen wir noch nicht? Wenn dieses Symbol über einem Hauptmann erscheint, bedeutet es, dass er in der Nähe ist. Drücke X, um fortzufahren. Der ist also in der Nähe. Ih, was ist denn das für ein ekelhafter Mann, ey? Was hat er noch? Anfällig für Kampftodesstöße. Schwerer zu töten. Todesstoß eventuell notwendig. Und er ruft Verbündete. Das ist also feige. Okay, so, nächste Mission. Redbacks Machthunger wächst beständig an. Damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halte ihn am Leben und er bringt dich einen Schritt näher zur schwarzen Hand Saurons. Okay, machen wir. Auch 40 Machtpunkte für uns dann mit dabei. Das ist natürlich ganz gut. Alter. Und das für einer. Und der Redback schon wieder. Das nennst du ein Duell? Haha. Nein, das ist ein verlorenes Duell, du Narr. Wie geil. Hierhin? Ist das gut? Ich nehme mich einfach hin. Wir müssen ihm wohl helfen. Beeilen wir uns, sonst verliert er seinen Kopf. Irgendwie verlockend, nicht wahr? Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Okay, der ist down. Okay. Ich habe keine Schüsse mehr. Machen wir sie down. Okay, wunderbar. Ugh. Wie von dem gibt's zwei. Tja, hast bisher nur zugeguckt und jetzt spielst du auch mal mit, ne? Junge.
auf den Boden! Du bist mein Abendessen! Ja? Das sehe ich anders mit dem Abendessen, aber okay. Okay, auch down. Ich will erst die ganzen Fuzzis, die dabei sind, ummoschen. Damit wir ihn in Ruhe dann verhören können. Genug Geplänkel. Okay, den können wir jetzt übernehmen. Lass den Henker am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. Verhör. Informationen sammeln. Häuptling ist der einflussreichste Rang der Uruk-Streitmacht. Hauptmänner streben danach, zum Häuptling aufzusteigen. Einige werden dafür morden und sowohl Freund als auch Feind in den Rücken fallen. Andere versuchen als Leibwächter eines Häuptlings dessen Gunst und Schutz zu erlangen. Aus dieser Verbindung lässt sich schließen, dass Brock der Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist. Benutze L, um Brocks Herrn auszuwählen. Okay, drücke X, um Informationen über diesen Häuptling zu erhalten. Ach, der ist also der Zwilling ist der Häuptling. Okay, ich verstehe. Okay, Leibwächter kommen auch, wenn man ihn hervorlocken würde. Entscheidungskampfaufträge führen dazu. Schattenangriffe und Fernkämpfe. Sprungangriff. Hastverletzung seines Leibwächters. Also wenn wir den töten, hat er irgendwie... Ne, dann bekommt er Wut. Das könnte auch gut sein. Flüchtet niemals. Holla die Waldfee. Na, jetzt haben wir ihn ja doch irgendwie umgehauen. Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Nein. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Tschüss, liebe Kumpels, Mann. Halt! Halt! Waldläufer! Sieh mal! Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast leichtes Spiel. Okay. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Ja, werd's versuchen, ja. Orks. Duell. Mal gucken, wie viel Macht Redback jetzt bekommt. Da wird aber gar nicht verbessert, das ist ja schade. 600 EP bekommen. Trotz seiner Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein Talent für das Scheitern. Hey! Ich habe deine Flammen ausgelöscht. So wie ich dich auslöschen werde. Alter, was geht denn bei dir ab? Bist du dumm oder was? Mit mir funktioniert das nicht. Zeig dir, wo der Hammer hängt, Uschi. Dass du das
Muss bald grün werden und da ist er auch grün. Du kannst mich nicht schlagen! Nicht beim letzten Mal und jetzt auch nicht! Tja, dann verhören wir dich halt mal, ne? Über den hier müssen wir noch was lernen, den kennen wir noch nicht von den unteren. Horsa Einauge. Unbeholfen, kann ergriffen werden, ohne dass seine Gesundheit niedrig sein muss. Also ich finde es voll gut, was die für verschiedene Fähigkeiten haben und so weiter und auch Nachteile logischerweise. Gucken wir mal, ob wir da noch was irgendwie... Ne, da haben wir schon genug. Passt. Trumbock hat ihn nur kurz gesehen und ist schreiend wie eine Bleichhaut davongerannt. Ha! Diese Schande wird er nicht lange überleben. Töte die Häuptlinge. Da wäre der Ausgangspunkt. Ich schwöre, dass ich etwas bei den Felsen gesehen habe. Da hinten ist was, wo wir was informationsmäßig sammeln können. Eine Grauhaut. Verhören. Dann kriegen wir über die nächste Reihe was raus. Oder? Hier Informationen. Schauderfratze, Alter, was ein ekelhaftes Vieh. Unbeholfen. Gegenüber berittene Bestien. Und hat Angst vor Karagor. Wie kann der so hochkommen, ey? Verrückt. Wir haben einiges an Informationen heute gesammelt. Passt mir ganz gut. Wir gucken mal, ob wir was verbessern können. Waffen, Runen, Verbesserungen. Du hast eine neue Fähigkeitsstufe freigeschaltet. Schließe Machtkämpfe ab, um bla bla zu bekommen. Okay, was können wir hier machen? Verdoppelt den Anstieg der Trefferserie bei gut aufeinander abgestimmten Angriffen. Drücke einmal Viereck, wenn ein Schlag in den nächsten übergeht, um den Bonus zu erhalten. Dolchwurf. Okay, was ist das hier? Letzte Chance, Todesstoß. Die Fähigkeit, einen endgültigen Todesstoß während einer letzten Chance zu landen. Okay, das klingt grundsätzlich interessant. Finde ich an und für sich eigentlich ganz cool mit dem Stoß. Festnageln. Das ist auch ganz cool. Machen wir das hier. Da wir die meiste Zeit eh rumkämpfen, ist das, denke ich, wahrscheinlich gar nicht mal verkehrt. So, Waffen und Runen, können wir da noch was verbessern? Gesperrt, müssen wir mehr Zeugs noch bekommen. Okay. Alles klar, würde ich mal sagen, machen wir mal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen. Weiter in den Reihen der Orks, hier geht's in der nächsten Folge. Ja, ciao, ciao.